Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute möchte ich gerne ein so ein Aufklärungsvideo machen. Wie kommt man auf einem Kanal so zurecht, wenn man was sucht? Ich bekomme jetzt besonders in dieser Zeit oft: Luba, hast du schon Rezept für Pflaumenmus? Luba, hast du schon neue Rezepte für Zucchini oder sowas? Weil nicht jeder kann da vielleicht so schnell fündig werden und stellt mir die Frage. Aber bei fast schon 200.000 Abonnenten bekomme ich so viele Kommentare, nicht nur im YouTube und nicht nur für die neueste Video, sondern auch für die alte Video. Dann kommt ihr noch E-Mails, kommen noch die Fragen in Facebook, Twitter, Instagram. Das wird zu viel und ich manchmal schaffe gar nicht, sie jedem zu beantworten. Es wird ein bisschen schwieriger. Deswegen habe ich mich entschlossen, heute ein Aufklärungsvideo machen, und wenn mir einer was fragt, dann kann ich einfach schnell den Link zu diesem Video geben und werdet ihr dann fündig. Als ich dann werde so lange Texte schreiben und erklären. Fast jeder jetzt heutzutage meistens macht das im Handy. Aber es ist genau das Gleiche, kann man auch im Computer oder Laptop oder Notebook, was ihr da gerade habt, mit was ihr arbeitet, genau das gleiche Prinzip zu finden. Wir machen erstmal unser Handy an und gehen wir auf den YouTube, auf den Plattform YouTube. Und dann sind wir auf einer Startseite. Bei jeder wird unterschiedlich zeigen. Es kommt darauf an, was ich der letzte geguckt oder was wird YouTube da vorschlagen. Deswegen hat jeder auf der Startseite was anders. Alle gleich haben die nicht. Hier unten in dieser Leiste habt ihr einen Button, Abos. Da sind die Abos, was ihr abonniert habt. Klickt ihr da drauf und dann oben erscheint die Leiste mit dir alle, was ihr abonniert haben. Dann klickt ihr zum Beispiel, habt ihr meinen Kanal abonniert, klickt ihr auf Kalinkas Küche. Und dann erscheint mein Kanal. Hier gleich unter meinem Namen Kalinkas Küche, wenn ihr auf diesen Text draufklickt, steht eine Beschreibung. Das ist bei jedem so. Es wird geschrieben, stellt man sich vor, wer man ist und was da betreibt auf seinem Kanal und so weiter. Hier wird das stehen. Stehen gleich die Links, wer welche Links verwendet, zum Beispiel Amazon, Facebook, PayPal, wenn man eine Spende mittet, gerne geben, Instagram, Twitter, Impressum, sozusagen steuerlich unbedingt steht. Ja, und dann aus welchem Land ist diese Besitzer von diesem Kanal, wann er beigetreten und wie viel nach heutigen Tag hat er Aufrufe gemacht. Ja? Gehen wir zurück mit diesem Pfeil und hier steht dann Übersicht, Videos, Shorts, Playlist, Community. Community, das ist das, was ich mal zwischendurch poste von meinen alten Videos, dass die nicht vergessen werden, weil ich kann doch nicht jedes Jahr zum Beispiel Pflaumenmus kochen. Das wird dann langweilig, wenn die gleichen Rezepte werden immer wieder wiederholt. Auf den Übersicht wird es nur 6 letzte Videos angezeigt und danach kommt auf den Ende von den Aufrufen, wird von den YouTube selber sortiert. Dann haben wir Videos. Videos, das kommt es von heutigen Tag und rückwärts bis wann mal den Kanal aufgemacht wurde. Shorts, das sind die kurzen Videos, wann habe ich gerade jetzt ein bisschen so gelernt oder Schnupperrollen, das bin ich nicht so richtig noch schlau geworden mit diesen Shorts. Ja, die sind auch nicht bezahlt, es ist immer nur so ein, nur einfach kleine Informationen, wenn man irgendwo ist und möchte gerne mit deinen Zuschauern was mal mit kleinem teilen. Dann wird es noch drauf Playlist. Und das ist eine sehr interessante Strophe-Playlist, weil da in dieser Playlist werden die Rezepte ein bisschen sortiert.
dann ist das euch, für euch ist das einfacher, mal irgendwelche Rezepte schneller zu finden oder mehrere Rezepte davon zu sehen. Zum Beispiel nehmen wir, habe ich Playlist Rezepte mit Tomaten. Und wenn ihr da drauf klickt, das sind die 46 Videos und dann sind ihr. Und Tomaten und Aufstriche und normale Rezepte wie Kuchen und Soße und zum Einkochen, was da ist. Unterschiedliche Rezepte, alle was mit Tomaten zu tun. Und da kann man dann mal blättern, schauen und mal, oh ja, ich wollte mal schon immer so ein Gewürz machen. Was macht hier die Luba? Ja? Und so kann man das auch finden. Aber wenn ihr was Bestimmtes sucht, hier ganz oben, sie ist eine kleine Lupe. Und das zum Beispiel könnt ihr auch schreiben. Hat Luba schon in ihre Videos, und ich habe da schon über tausende Videos, hat sie in diese Videos ein Video für Pflaumenmus. Dann wird hier geschrieben, Pflaumenmus von Kalinkas Küche. So, und dann auf die Suche gehen. Das erste Bild ist immer so in Werbung, aber danach schaut ihr. Steht Geheimtipp, Pflaumenmus kochen ohne ständige Umrührung. Habt ihr gleich das Rezept. Und wenn ihr weiter so scrollt, dann kommt die mehrere Rezepte, was mit dem Pflaumen zu tun. Zwetschgen und Pflaumen, eigenen Saft einkochen. Dann habe ich hier im Öl angelegt, Pflaumenkuchen und so weiter und so fort. Kuchen wieder, alles was mit den Pflaumen zu tun. Und so seid ihr ziemlich schnell an dem Video, was ihr sucht. So, und dann noch eine Frage. Luba, wie finde ich das Rezept zu diesem Video? Ganz einfach, meine Lieben. Wenn ihr zum Beispiel jetzt das letzte Video nehmen will, Blumenkohl, geht ihr drauf und dann klickt ihr auf den Titel von diesem Video, Blumenkohl. Zack, die Seite geht auf und hier steht mehr, Wort mehr, bisschen dicker. Auf diese Wort mehr draufklicken und die Seite geht gleich nach unten. Und da steht alles, was zu diesem Rezept wichtig. Da stelle ich auch ein bisschen was vor oder besonders, wenn ich für die Kräuter was mache, dann schreibe ich auch immer da Eigenschaften und Rezepte und so weiter. Und hier könnt ihr alles nachlesen, ohne dass ich euch muss immer schreiben, bitte klicken Sie auf das Videotitel, dann auf Wort mehr und dann die Seite geht nach unten und bla bla bla. Und das so könnt ihr erstens schnell alles finden und ich muss nicht immer wieder das Gleiche wiederholen. Ich hoffe, dass ihr mich versteht. Das ist wirklich sehr viel Arbeit, weil es passiert wirklich sehr, sehr oft. Ich denke mir, dass die ältere Herrschaften, die können nicht so richtig mit dem das umgehen und suchen danach. Und ich möchte gerne nicht überheblich hier wirken, sondern möchte gerne euch helfen, aber ihr helft mir auch, wenn ihr selber das findet, dann muss ich nicht die Zeit verbringen, um das alles zu schreiben. So genau auch, wenn ihr irgendwelche Geräte sucht. Ich schreibe auch oft hier unter dem Video Link zu das, was ich gebraucht habe. Zum Beispiel meine Heißluftfritteuse oder wenn ich irgendwelche Geräte verwende. Ihr fragt dann, Luba, was ist das für so eine Marke? Meistens schreibe ich gleich unten in die Beschreibung und stelle auch Link. Lest, liebe Freunde, immer unten in die Beschreibung. Und wenn ich zum Beispiel kein Video habe, was das so, dann zeigt er euch nicht. Dann sieht er, dass auf dem ersten Bild ist immer dann Werbung, auf dem zweiten Bild muss das, was ihr sucht, erscheinen. Wenn ich das zum Beispiel nicht habe, dann wird das nicht erscheinen. Und so könnt ihr schneller das Video finden und nicht warten, bis dass ich diese Kommentare lese und euch antworten. Dann wird ihr viel schneller fündig. So, meine Lieben,
Das wollte ich nur kurze Video machen und ein bisschen uns einander helfen. Und ich hoffe, es wird euch diese kleine Aufklärung helfen. Und ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!